Was ihr hier seht, das sind Fundamentreste. Circa 1200 Jahre alt und hier wieder freigelegt. Das sind Fundamentreste eines alten Wachturms. Und in die Richtung ist Westen und da wurde dann das Leineberg-Land überwacht. Ja, ich bin hier oben auf der Hohen Schanze im südlichen Sackwald. Ja, und muss sagen, genieße hier diesen herrlichen Leerpfad. Überall hier Schautafeln, über die alte Wallanlage hier an der Hohen Schanze informieren. Und deswegen weiß ich auch, dass das hier ein Fundamentrest ist von einem alten Wachturm. Und wenn man hier rüber schaut, überall weitere eingezäunte Bereiche, wo Relikte der alten Wallanlage freigelegt wurden. Ja, wenn ihr sehen wollt, wie ich hier hochgewandert bin und welche tollen Impressionen man hier oben einfangen kann an der Hohen Schanze im südlichen Sackwald, ja, dann müsst ihr dranbleiben. Bin schon wieder mitten im Wald und wie man erkannt hat, da oben an dem Zeichen, ich bin hier mitten im südlichen Sackwald auf der historischen Kurierroute, dem Rennstieg von Vinzenburg bis nach Hildesheim. Ja, und der startet hier im südlichen Sackwald und mein Ziel geht jetzt hier tief in den Wald zur Hohen Schanze. Das ist eine alte Wallanlage hier am südlichen Ende des Sackwaldes. Ja, und gestartet bin ich am Parkplatz Ohlenburg. Das ist an der L488 zwischen Westerberg und Lammspringe. Ja, und dann geht es hier quasi direkt in den tiefen, ja, dunklen Sackwald zu der alten Ruine da auf der Hohen Schanze. Die Hohe Schanze ist ungefähr 325 Meter hoch oder 327 Meter und ist hier ja schon eine etwas höhere Erhebung im Sackwald, aber nicht die höchste. Die höchste Erhebung ist der Ahrensberg mit 374 Meter, also hier knapp 50 Meter unter der höchsten Erhebung hier im Sackwald. Aber, das werden wir gleich sehen, die Hohe Schanze ist das südliche Ende vom Sackwald und deswegen hat man von dort einen herrlichen Weitblick bis zum Harz. Und dementsprechend war das mal da oben ein strategisch wichtiger Punkt. Und deswegen hat sich da oben auch diese alte Wallanlage gebildet. Ja, hier, wie gesagt, auf dem Rennstiegweg mitten im dunklen Sackwald. Ja, und da geht's jetzt erstmal weiter. Aber sowas von rund der Mond hier heute Morgen. Ja, ein Spitzenvollmond quasi und deswegen ist das auch gleich wieder ein Tucken kälter. Wir haben jetzt so 3 bis 4 Grad hier oben im südlichen Sackwald. Ja, wer von euch meinen Kanal vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich immer gerne auf den Rundumblicken in der Gegend so Positionen auf die einzelnen Berge mache und dann darüber die Bezeichnung dieser Berge angebe. Und da ist in vielen Videos die Hohe Schanze schon aufgetaucht. Zum Beispiel in dem Video bei der Burgruine Vinzenburg. Die ist hier ganz in der Nähe, oberhalb von Vinzenburg, bei den Apenteichen. Habe ich hier oben mal verlinkt, das Video. Die Burgruine Vinzenburg ist auch Teil des Rennstieges. Und wie gesagt, hier ganz in der Nähe. Und dort konnte man die Hohe Schanze in der Entfernung auch schon sehr prägnant sehen. Ein anderes Video war von den Selterklippen, wo ich mit Olaf unterwegs war, habe ich hier oben mal verlinkt. Die Wanderung bei den Selterklippen, das ist natürlich das Gebirge, was wir hier gleich hier
Richtung Westen liegen haben, sehr hoch und auch sehr lang gezogen. Und dort konnte man an vielen Stellen einen tollen Blick werfen auf die Hohe Schanze. Ja, die Hohe Schanze ist natürlich hat einen sehr hohen Erkennungswert, weil es das südliche Ende des Sackwaldes ist und dann dort an diesem Felssporn das Ganze weit runter geht. Natürlich strategisch gesehen ideal für eine Fliehburg. Ja, und das will ich mir heute Morgen da mal anschauen. Ich bin jetzt hier schon an der Weggabelung zum historischen Lehrpfad hier oben an der Hohen Schanze. Wenn man den Weg hier weitergeht, kommt man zu einer Schutzhütte. Da komme ich dann nachher wieder zurück. Und hier geht es jetzt erstmal zu einem historischen Lehrpfad hier an der Hohen Schanze. Und ich hoffe natürlich, wenn dann die Sonne aufgeht, dass das Ganze dann ja auch einen herrlichen, imposanten Weitblick gibt ins südliche Leinebergland mit Blick, ja, hoffe ich, weit bis zum Brocken. Ja, aber jetzt erstmal hier schauen. Hier oben gibt es viele Lehrtafeln oder Informationstafeln zu der alten Wallanlage mit ihren Vorburgen und den einzelnen Wellen, die dann noch zu erkennen sind. Fundamentreste und. Ja, schauen wir mal. Also generell ist das eine super Sache, solche Informationstafeln im Wald aufzustellen. Denn ja, die Natur hat sich natürlich über die Jahre ja sehr viel von der alten Wallanlage zurückgeholt. Früher war es ja überwiegend holzbauweise, die Palisaden, sodass meistens dann nur die Erdwälle zurückgeblieben sind. Und hier auf der ersten Infotafel wird gezeigt, was hier im Boden bei Ausgrabungen so gefunden wurde. Wir haben Steinzeitfunde und Eisenzeitfunde, also schon eine, ja, viele, viele tausend Jahre zurückliegende Nutzung hier oben der Hohen Schanze. Ist klar, denn hier hatte man natürlich auch einen super Weitblick und konnte dann auch schnell einschätzen, wer denn da so zu Besuch kommt. Die konnte man dann schon Wochen vorher sehen und sich darauf vorbereiten. Ja, also hier schon leichte Ausgrabungen erfolgt an der Hohen Schanze. Und ja, auch ein paar schöne Funde aus dem Boden geholt. Aber jetzt hier geht es erstmal ins eigentliche Burggebiet hinein. Ja, wirklich schon schön zu erkennen. Eine alte Wallanlage hier, die ja sich ganz klar von der natürlichen Begebenheit hier der Hohen Schanze abhebt. Das ist ein erster Wall hier und da vorne ist auch schon die nächste Infotafel. Da will ich gleich mal drauf schauen. Ja, wirklich sehr, sehr gut zu erkennen, auch wenn sich die Natur davon schon ja einiges zurückgeholt hat. Ja, wollen wir mal schauen. Also hier wirklich, hier, je näher man kommt, herrlich. Ja, hier dann die Schautafeln 2 bis 4. Also ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Hier zum Beispiel eine Übersicht der Wallanlage hier auf der Hohen Schanze. Wir befinden uns jetzt hier bei den Schautafeln 2, 3 und 4 und müssen jetzt durch das Zangentor. Das heißt, das Tor war ein Zugang zwischen zwei Wellen, was sich dann zur Mitte hin verengt, quasi wie eine Verengung der Blutgefäße. Und in dieser Enge wurden dann die Besucher quasi in die Zange genommen, deswegen Zangentor. Das geht jetzt hier vorne dann gleich rein. Und ja, ist natürlich echt sehr informativ hier. Und das finde ich natürlich dann ja einen ganz großen Mehrwert, dass man als Besucher hier genau weiß, wo bin ich und was wurde hier mal im Boden gefunden und auch welchen Zweck hatte das hier wohl. So, und hier sehen wir den nördlichen Wall der ja dann später fränkischen Wallanlage. Der geht hier in diese Richtung dann noch ein Stück weiter, ist wirklich
ja noch sehr, sehr gut zu erkennen. Und dann führte der Weg jetzt hier in das Zangentor. Ja, hier schon zur östlichen Seite der steil abfallende Bergsporn super zu erkennen. Von da aus, ja, von Richtung Norden bin ich ja gekommen. Da war der Hauptwall dann durch das Zangentor hier quasi entlang des östlichen Walles, der hier noch schemenhaft, ja, zu erkennen ist, aber auch gleichzeitig zeigt, ja, wie steil das hier runtergeht. Also hier wird mal eventuell eine Holzpalisade gestanden haben und eine größere Absicherung war hier nicht notwendig. So tief, wie das hier runtergeht, hatte man natürlich super Möglichkeiten, die Wallanlage zu verteidigen. Ja, hier Richtung Süden geht es erstmal weiter. Ja, die Hohe Schanze, also dieser Bergsporn, ja, der ist fast wie so ein Wurmfortsatz. Und während ich da hinten noch hier den tief abfallenden Bergsporn in Richtung Osten bewundert habe, bin ich jetzt schon im Bereich Südosten. Und dann macht der Bergsporn hier so einen Bogen und auch quasi sowohl in Osten, Süden als auch Westen tief abfallende, ja, Berghänge, sodass hier ein Angriff quasi fast unmöglich war und die Burg, ja, nur mehr oder minder stark von nördlicher Seite abgesichert werden musste. Also hier, ja, sehr interessant, dieser Bergsporn, ja, strategisch, ja, optimal. Und wie gesagt, führt jetzt hier so rum. Hier haben wir dann Süden und dann hier hinten wieder zurück. Da ist dann Westen, herrlich. Also hier muss man ganz klar sagen, strategisch gesehen ist die Hohe Schanze, ja, optimal ausgewählt worden. So, und jetzt kommen gleich die Fundamentreste. Ja, hier sind wir jetzt an der Schautafel Nummer 5. Das sind hier, wie man vermutet, Fundamentreste einer karolingischen Missionskirche. Also hier zu Zeiten der Frankenkriege wurde dann hier eine christliche Kirche errichtet. Das Fundament ist unterteilt, deswegen geht man davon aus, dass es sich hier um eine Kirche gehandelt hat. Hier noch wirklich schön die Reste zu erkennen. Mittlerweile hier natürlich starker Baumbewuchs über die Jahrhunderte, aber alles eingezäunt hier, damit man dann auch gut erkennen kann, wo hier der Fundamentrest zu finden ist. Ja, herrlich. Also man kann sehen, in der Mitte unterteilt und es wird vermutet, eine karolingische Missionskirche. Ja, hier auch wieder nochmal der vermutete Grundriss der Kirche, den man dann hier zwischen den Bäumen dann auch noch nachempfinden kann. Ja, von Schautafel Nummer 5 geht es jetzt hier Richtung Nummer 6. Auch hier Fundamentreste eines alten Gebäudes, wahrscheinlich ein Wohnhaus hier, sehr schön zu erkennen hier, die gut angelegten oder jetzt gut freigelegten Fundamentreste. Herrlich und natürlich eingezäunt, damit man da nicht drauf rumspringt. Wirklich interessant. Schautafel sagt Haus und so wird es vermutet, dass es mal aussah hier oben, hier auf Sichtweite der Kirche. Hier wieder, wenn man jetzt einmal von hier, von Osten hier lang schwenkt, sehr schön hier nochmal eine leichte Wallanlage, auf der Wachtürme vermutet wurden, die dann hier ins komplette südliche Lahnebergland blicken konnten. Ja, und Feinde quasi schon Wochen vorher gesehen haben. So weit kann man hier blicken. Und hoch zu Ross, ja, ist man dann natürlich auch weithin sichtbar. Ja, nächste Schautafel. Ja, hier wird ein Wachturm Richtung Westen vermutet. Natürlich hier im Moment dankt man sich, ja, viel sehen konnte der nicht, aber wie gesagt, keine Baumbestände. Deswegen hier Richtung Westen liegt Winzenburg. Da haben wir auch die Burgruine Winzenburg. Also hier wirklich ein ganz, ganz weiter Blick Richtung Selter und hoch Richtung Alfeld, Leine Bergland. So
wird es vermutet. Wachturm am Westwall. Und man vermutet, dass er dann mal so ausgesehen haben muss hier. Und man kann auf der Zeichnung auch schön sehen, dass hier wirklich freie Sicht war. So ungefähr muss man sich den Wachturm vorstellen, der hier in dieses Fundament gebaut wurde. Ja, und hier jetzt das letzte Relikt hier an der Hohen Schanze. Wir sehen hier vier Steinhaufen. Hier wird vermutet, dass hier das Vorratshaus war, aufgebaut auf diesen vier Steinhaufen, auf den Stelzen, damit der Boden ja nicht aufliegt auf dem nassen Grund, damit sich da keine Feuchtigkeit bildet und dass keine Ungeziefer reinkommen. Deswegen wurde die Vorratskammer ein bisschen höher gebaut und so wurden die Vorräte, die wichtigen Wintervorräte, dann für den Winter geschützt. So ungefähr soll es mal ausgesehen haben, ein Speicherhaus, das dann hier oben den Wintervorrat gesichert hat. Ja, und hier drüben, wie gesagt, man kann es überall noch erahnen, Fundamentreste hier Richtung Süden und auch Richtung Westen. Die Natur hat es sich natürlich zurückgeholt, aber man kann es noch hier überall schemenhaft erkennen. Müssen wir uns ja vorstellen, das ist jetzt ja über 1200 Jahre her, dass hier oben das Ganze genutzt wurde und trotzdem ja alles noch ja schön nachzuempfinden. Hier nochmal wieder Wallreste. Hier war dann die westliche Begrenzung der Hohen Schanze. Ja, wenn man jetzt guckt, ne, da sind die vier Sockel der Vorratskammer und hier ist das Fundament von dem Wachturm hier in Richtung Westen. Das heißt, hier direkt am Wachturm nochmal die Reste einer Wallanlage gut zu erkennen. Zum einen konnte der Wachturm weit ins Leinebergland reinschauen, aber auch hier in unmittelbarer Nähe alles unter Kontrolle. Das ist hier quasi der Westwall der Hohen Schanze. Ja, ich muss sagen, herrlich, wirklich ganz toller Informationspfad hier oben, super angelegt. Der lässt echt keine Wünsche offen und man kann sich hier wirklich gut reinversetzen, wie hier oben die Wallanlage Hohe Schanze mal ausgesehen haben muss. Das ist echt klasse und immer natürlich dann ein Besuch wert, eine absolute Empfehlung. Ich denke mal, schauen wir uns die Hohe Schanze jetzt noch mal von oben an und da wird erstmal so richtig deutlich, was das hier für ein imposanter Bergsporn ist und wie markant er aus der Ferne zu sehen ist. Ja, und dann wird deutlich, in Richtung Osten, Süden und Westen konnte hier alles ja, überwacht werden. Schauen wir mal hoch, was? Alten Wallanlage oben auf der Hohen Schanze im südlichen Sackwald umfasst insgesamt 11 Informationstafeln. Sie geben dem Besucher die Möglichkeit, sich schnell in das einzige Leben hoch oben auf der Hohen Schanze hineinzuversetzen. Umfangreiche Funde im Boden belegen, dass die Hohe Schanze schon weit vor Christi Geburt von Menschen genutzt wurde. Die größte Bedeutung hatte die Burganlage wahrscheinlich in der karolingischen Zeit, also zwischen 800 und 900 nach Christus. Aus diesem Zeitraum stammen auch die oben auf der Hohen Schanze gefundenen Fundamentreste. Direkt auf Sichtweite der Hohen Schanze befindet sich die Burgruine Winzenburg und noch etwas weiter nördlich die Reste der Tiedenburg. Unterhalb der Burgruine Winzenburg findet man dann die sagenumwobenen Apenteichquellen. Hier wird vermutet, dass es sich um eine alte germanische Kultstätte handelt. Und wenn man dann noch etwas weiter westlich wandert, Richtung dem kleinen Örtchen Irmensäul, dann findet man dort eine Nachbildung der sagenumwobenen Irminsul,
dem höchsten Heiligtum der Germanen, die zu Beginn der Sachsenkriege von Karl dem Großen zerstört wurde. Ja, da schimmert er durch. Das ist die Turmruine der Burg Vinzenburg. Die liegt da oben auf dem Bergsporn und dahinter, da geht es dann runter Richtung Vinzenburg und etwas nördlich gelegen, unten im Tal, da sind die Apenteichquellen, auch eine alte germanische Kultstätte. Und ja, dem Wasser, was aus dem Berg kommt, wird heilende Wirkung zugesprochen, noch heute übrigens. Ja, hier bin ich jetzt schon im westlichen Bereich, gehe jetzt aus der Hauptburg raus, wieder in die Vorburg. Und hier hat man dann nochmal einen herrlichen Blick Richtung Vinzenburg und Richtung Kleine Bergland. Im Hintergrund der Hils zu erkennen und hier die ersten Ausläufer vom Selter. Und wie gesagt, hier vorne die Burgruine. Ja, herrlich. Also die Luftaufnahmen eben haben es gezeigt, wie imposant hier der Bergsporn Hohe Schanze im südlichen Sachwald ist. Nicht umsonst wurde hier oben eine große Wallanlage errichtet. Der Blick von Osten Richtung Westen war frei. Man konnte die Handelsroute, die unten im Tal verlief, perfekt überwachen und den Handelsleuten dann auch gleich nochmal so ein Wegegeld abpressen, wenn sie dann hier dann langgekommen sind. Und dann durften die Handelsleute weiter Richtung Norden, Richtung Hildesheim weiterziehen, aber dann halt mit 2, 3 Säckle weniger im Gepäck. Ja, Burgruine Vinzenburg, hier die Hauptwallanlage der Hohen Schanze. Hier vorne haben wir jetzt nochmal eine Schutzhütte, auch nochmal mit Informationstafeln, die sich aber wesentlich auf die da drüben gelegene Burg Vinzenburg beziehen. Und für mich führt der Weg jetzt hier weiter Richtung Norden, wieder raus aus der Wallanlage und dann im großen Bogen wieder zurück Richtung Parkplatz Ohlenburg. Ja, wer meine Wandervideos kennt, der weiß, unten in der Beschreibung habe ich wieder einen Link gesetzt zu einer Wanderkarte, wo ihr die heutige Wanderung hier zur Hohen Schanze im südlichen Sachwald nachwandern könnt. Und ja, ich kann einfach nur sagen, aufgrund dieser Schautafeln hier oben und der Ausschilderung, klasse gemacht, wirklich sehr informativ. Und ja, hier kann man ja viele Relikte aus ja von vor 1200 Jahren noch gut erkennen. Das war ja hier oben die Hauptnutzzeit der Wallanlage dann ab dem 8. Jahrhundert. Ja, hier auch wieder tiefer Abfall des Sporns hier, ein Abhang, perfekt für eine Wallanlage. Ja, da oben, da war die erste Show-Infotafel und dann ging es ja da hinten weiter. Das heißt, ich bin jetzt hier wieder am Ausgangspunkt der Wallanlage und jetzt geht's stramm zurück Richtung Parkplatz. Da oben, da lag die Wallanlage oder liegt immer noch. Und hier geht es jetzt auf schmalen Pfaden wieder runter von der Hohen Schanze. Hier so ein kleiner Trampelpfad, der dann auf den Hohe Schanze-Weg führt. Und dann gehe ich unterhalb des Bergsporns wieder zurück zum Ausgangspunkt. Also hier zum Schluss, ja, nochmal auf, ja, hier kann man sehen, auf windigen Pfaden runter ins Tal wieder. Ja, das war mein frühmorgendliches Wandervideo hier von der Hohen Schanze im südlichen Sachwald. Tolle Impressionen. Zum einen natürlich sehr viele Informationen anhand der Informationstafeln, die da oben waren, aber auch von oben aus der Luft. Tolle Impressionen. Ja, das wird schon spannend. Da kommt man runter. Da gehört schon alpine Erfahrenheit dazu. Und ich als alter Alpinist, ja, ich gehe hier locker runter wie ein Steinbock im Gebirge. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über nette Kommentare freuen oder einen Daumen nach oben. Ja, hier in der Nähe, ich habe es schon gesagt, die Burgruine Vinzenburg
und auch der Selta da drüben hatte ich am Anfang des Videos schon mal verlinkt. Aber wir haben natürlich auch noch weitere Wallanlagen hinten im Osterwald zum Beispiel. Da ist die Barenburg, auch eine altgermanische Wallanlage hoch im Osterwald, habe ich hier oben mal für euch verlinkt. Ganz tolle Wanderung. In der Nähe dann auch der weiße Stein, eine Felsklippe, die wohl auch mal eine alte germanische Kultstätte gewesen sein soll. Auch da habe ich schon mal ein schönes Wanja-Video drüber gemacht, habe ich euch hier oben mal verlinkt. Der weiße Stein und wie gesagt davor die Barenburg. Aber auch unten in der Beschreibung findet ihr die Links zu den einzelnen Videos dann wieder. Ja, viele weitere tolle Wanderungen erwarten euch auf meinem Kanal. Müsst ihr mal so ein bisschen durchblättern hier im Leinebergland und im Weserbergland, aber auch weit ins Kahlenberger Bergland. Da gibt es herrliche Wanderstrecken. Jede einzelne Wanderstrecke hat ihren besonderen Reiz, viel zu entdecken und zu erkunden. Hier in unmittelbarer Nähe auch zum Beispiel der Himmelbergturm bei Alfeld oben auf dem Himmelberg. Toller Aussichtsturm mit weitem Blick über das Leinebergland habe ich euch hier oben mal verlinkt. Ja, ich gehe weiter runter Richtung Hohe Schanzeweg und dann um die Hohe Schanze zurück. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss, euer Spröldi. Und zum Schluss wie immer ein paar Impressionen nochmal hier von der Hohen Schanze. Ciao.